Herzlich willkommen zur nächsten Runde. Was spielen wir eigentlich gerade? Project Ocean 2. Jetzt habe ich es wieder. Zusammen mit Black. Hi. So, wir haben ein bisschen offscreen gebaut, weil das jetzt nicht so mega interessant war. Also ihr seht hier, wir haben hier ein bisschen Kultur reingebracht. Da hinten seht ihr allerdings, wie wenig Kultur wir teilweise haben. Haben dann noch einen Mechanism Solar Panel gebaut, haben festgestellt, dass es nichts bringt. Haben es trotzdem erstmal angeschlossen. Und haben alles soweit vorbereitet, dass wir jetzt sagen können, wir nehmen die nächste Stufe bei Galactic Craft und fliegen zum Mars. Genau. Deswegen, möchtest du die rechte oder die linke Rakete haben? Diesmal nehme ich die linke. Du nimmst die linke, ich nehme die rechte. Also ihr seht, mittlerweile können wir die auch parallel starten, weil wir nämlich hier ein bisschen aufgerüstet haben. Also wir haben jetzt drei Startplattformen für Scanner, die letzte noch. Dass der jetzt den kleinsten hat, hat keine Aussage zu irgendwelchen Sachen, sondern ist einfach bloß, er hat noch eine Stufe 1. Schade. So, dann wollen wir mal los zum Mars. Wir winken beide. Und auf geht's. Hoffentlich haben wir nicht wieder eine Wolke, die uns im Weg hängt. Nein, wir sind schon im Weltall. Haben die Atmosphäre hinter uns gelassen. Das finde ich so sinnlos, dass du dir bei solchen Bauten da noch Gedanken machen musst, ob über dir eine Wolke ist oder nicht. Hat doch was. Ja, genau. So, ihr seht unseren wunderschönen, stylischen Anpack, was auch egal. So, also, wir haben jetzt eine Tier-2-Rakete, können also noch nicht zur Venus, wo wir hinwollen, perspektivisch, sondern müssen erstmal zum Mars. Hier können wir auch wieder eine Space Station machen, die wir jetzt natürlich noch nicht bauen können, wollen, was auch immer. Und deswegen... Oh, das sieht geil aus. Was? Ich komme gerade runter. Achso, du bist schon auf dem Mars. Scheiße, ich kann dich abbremsen. Ja klar, du bist ja in dem Gummihaufen. Hui. Du jumpst, ich springe, fliege an dir vorbei. Wie steige ich da aus? Ich werde zum Spiel bald der Monster. Hui. Wartet ab, bis ich draußen bin. Ui, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ne. Ich war so dämlich und habe meine Ausrüstung nicht angezogen. Autsch. Ja. Alter. Finne hier, kommt. Sterbt. Hui. So. Also, unser Ziel ist es jetzt eigentlich erstmal ganz schnell zu überleben. Und bevor wir hier irgendwelche Bosse suchen und sowas und eine Station aufbauen, wollen wir eigentlich erstmal nur dieses Zeug. Dash, aber wollen wir haben. Nein, Red Slime Egg. Ich will's haben. Das kannst du dann kriegen, wenn wir soweit sind. Zu spät, ich hab's schon. Guck's dir an. Das muss ich unbedingt mit nach Hause nehmen. Ja, ich weiß. Vergiss deine Rakete nicht. Habe ich schon längst rausgenommen. So. Ach, kacke. Der rote Beutel. Na, du kleiner Fratz, willst du mich zur Erde begleiten? Oh Mann, kannst du übrigens nicht. Ach cool, den muss ich gar nicht einsperren. Nein. Ich hab ein Haustier. Ja, willst es gibt aber sehen? Auch Tiere, die erst killen. Willst du mein kleines Würmchen mal sehen? Möchte ich nicht. Und wieder typisch, der Typ haut einfach ab. Was? Du haust einfach ab. Weiß ich, wo du bist? Ja, am Start. Kacke daneben geschossen. Getroffen. Bombastisch. So, wo bist du? Stadt. Da, wo wir gelandet sind. Da drüben. Okay. Was hast du da? Ach, du machst deine komischen Sammelaktionen. Ja. Jo, mein kleines Würmchen. Ja, ist okay. Ich kenne dein kleines. Benenn's wenigstens mal. Du kennst mein kleines Würmchen? Ja, das wurde jetzt gerade alles nicht besser. So, Achtung, hinter dir steht ein Skeletor. Ja, danke, ich bin gerade beim Umbenennen. Wie nennt man das? Kleines Würmchen. Boba Dünn. Ich sag dazu lieber nichts. Ich hoffe, du hast richtig geschrieben. So, dann gucken wir mal. Wo bist denn du? Boba Dünn. Da bist du. Hab ich's richtig geschrieben? Achso, das bist du gar nicht. Ich sag dir besser nicht, womit ich dich verwechselt hab. Ich glaube, ich will's auch nicht wissen. So. Jetzt ist die Frage. Komm mit!
Marsstein. Ist das nur unterirdisch? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Oh, jetzt bist du nur da hinten. Da hinten ist irgendwas. Na dann such Also. du mal oberirdisch, ich suche unterirdisch. Ich habe ja Hilfe. Das ist Ja. unfair. Genau. Du hast Hilfe von Bobatün. Opa, was auch immer. Will ich eigentlich wissen, was das heißt? Nee. Das ist der dünne Bruder von Boba Fett. Ah ja. Ah, Okay. ey! Lass mein Papa in Ruhe. Owner, unknown player. Nein, das bin ich. Ich bin nicht unbekannt. Ich bin auf Oh, YouTube. hier ist eine Höhle. Kann ich nicht heilen. Offensichtlich gibt es hier Höhlen. Ey, geil. Du musst unbedingt das Vieh holen. Wieso? Vieh musst du dir holen. Das hat, das kann dir Sachen tragen. Ah ja. Komm. Willst du auch einen Gefährten haben? Nein, gerade eben möchte ich nur Dash haben. Wenn wir dann hier sind, um irgendwas Sinnvolles zu machen, dann können wir gerne über Gefährten nachdenken. Die haben sogar eine Kill-Statistik. Scheibenhonig. Mir fällt gerade ein, ich habe vergessen zu gucken, die Koordinaten von unserer Startpunkt zu sichern. Ich bin gerade hier bei irgendeinem komischen Ball. Kann ich machen. Außerdem, du hast dich direkt da in der Erde gebuddelt. Was gibt's denn da zu merken? Dass ich schon lange nicht mehr in der Höhle bin, wo ich mich reingebuddelt habe. Ja, du, das ist. Weil ich nämlich das suche, wofür wir eigentlich hier sind. Schön, dass es wenigstens einer tut von uns beiden. Nicht um Haustiere zu sammeln. Hallo, die sind wichtig. Haustiere bauen Stress ab. Ah, was haben wir denn hier? Dash Ore. Also doch unterirdisch. 1, 2, 3. Was haben wir hier noch? Iron brauchen wir Au! nicht. 4, 5, 6. Nein! Ja, hat sie nicht gesagt, aus einem wird drei oder irgendwie sowas? Ja, mit Kohle im QID. Okay, Musst du aber mit der 6. Dingsbums-Hacke abbauen. Slick Touch. Genau. Wenn er uns immer was Neues sagen will, oder, liebe Zuschauer? Was denn? Das habe ich letztens gesagt. Ich habe übrigens eine traurige Nachricht. Was ist dein komischer Boba-Dünn-Tod? Ja. Dabei habe ich eine schöne Nachricht. Das ist der Boba-Dünn 2. Nein, ich bin nicht so pietätlos. Jedes Tier hat seinen eigenen Charakter und dementsprechend habe ich es auch genannt. Aha. Die Frage ist, ob ich es eigentlich wissen will. Ich glaube, du findest es lustig. Komm mit, komm. Ich habe Na auch komm. gerade einen ganz bösen Verdacht. Ich habe es nicht nach dir benannt, also so viel. Nee, nee, das habe ich nicht erwartet. Auch nicht nach Scander. Nein, glaube ich auch nicht. Wo bist denn du rein? Welche Höhe bist du da draußen? 96. Ich bin bei 78. Ja, zeig sie. 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, Au. 93, 94, Au. Igitt. Aus aller Au. Himmel. Wo bist Oh, du? ja, genau. Wo bist du? Wo bist du? Du bist da. Wagst du ihn anzugreifen? Oh, guck mal, da So. hat einen vollen Oxygen-Kompressor, Tank liegen lassen. Oh, nicht schlecht. Gucken die an, da kommt er. Was ist das? Ach, dein Vieh. Sieht lustig aus, sieht blau aus. Ja. Den Namen konntest du aber nicht lesen, So. Ich wusste, was kommt. Also insofern war es jetzt keine Riesenüberraschung, ehrlich gesagt. So. Ups. hast übrigens noch. Hast du deine Rakete schon rausgeholt? Also Minecraft-technisch. ja.
Okay. Was bist denn du da oben? Scheiße, ich will es aber vergessen haben. Mann. Ja, wir haben keinen Flüssigkeitstransport. Wir haben ein Problem. Ach. Thanatos wird uns retten. Ja, bestimmt. Ja. Die Oxygen Pipes kannst du dafür nicht benutzen. Nope. Kacke. Kann man die nicht irgendwie hier drehen oder diesen komischen Rad da? Irgendwas? Ich Ah, noch es geht, es geht, es geht. Hui, Schwein gehabt. Mit Oxygen? Brauchen wir ja nicht. Ich will also bloß zum Zurückfliegen haben. Boah. Na, jetzt will ich mal wissen. Du denn? Geil. Nice. Active. Was denn jetzt schon wieder? Ich kann die Viecher züchten. Ja klar kannst du es züchten. Mach mal Rechtsklick drauf. Oh Gott, will ich's. Was ist damit? Geil. Kill. Favorite Food. Boot, ja. Die andere hat er übrigens gebratene Kartoffel. Okay. Finde ich auch schon auf dem Mars, ne? Ja, wie kriege ich dich denn jetzt? Vielleicht portet er sich. Dann würde ich sagen, suchst du weiter deine Viecher? Und mindestens zwei. Und ich gehe derweil schon mal zurück, um zu holen, was wir noch brauchen für die Bubble. Wenn du dich dann irgendwie abreißen könntest, könntest du ja mal schauen, ob du vielleicht irgendwo eine gerade Fläche produzieren kannst. Jojo. Ja, mach ich. Keine Sorge. Suche bloß im Umkreis nach den letzten zwei Eiern. Um daraus ein Würmchen zu kriegen. So, und wir wollen nämlich dann einen Terraformer bauen, um uns hier ein bisschen häuslich einrichten zu können. Dafür brauchen wir Compress Dash und Dash. So, okay. Und wie viel? Tschüss. Und wie viel? Was, wie viel? Dash und Compress Dash. Genug. Okay. Wir haben 6 Erze und wenn du sagst, man kriegt's verdreifacht mit Kohle. Im QED? Pack! Ups, ist da. Was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt war ich ausgestiegen. So. Dann fliegen wir kurz zurück zur Erde. Und ich war zurückgelassen. Ich bin der Marsianer. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hätte aber lieber einen Snickers. Oh, okay, der war flach. Der war so. Ja mal richtig flach. Aber ordentlich. Okay. Irgendwie so. Wird das Niveau gerade eben nicht höher. So, und jetzt sollten wir theoretisch das erste Mal auf unserem neuen Raumhafen landen. Pass mal auf, dann sieht es ein Block daneben. Willst du lachen? Ja. Wir sind neben dem Raumhafen. Weit daneben. Na, siehst du, weil wir vom Mars kommen. Ja, wir haben einen Raumhafen falsch gebaut. Wir? Irgendwo kommt noch unsere Kiste. Ja, am Arsch des Propheten. So weit weg war die noch nie. Siehst du, hättest du ein kleines Würmchen, wäre dir das nicht passiert. Ich habe lieber ein großes Würmchen. So, jetzt haben wir das Niveau endgültig. Vielleicht wird das größer. Das hat einen Levelaufstieg gehabt. Scale, was heißt denn Scale? Ja, ich bin kein Engländer. So. Aber Amerikaner. Ja, stimmt. Nee, stimmt. Renard ist Nordkoreaner. Genau. Den können wir aber nicht zurückschicken, der weiß, wie er rauskommt. Okay, jetzt begraben wir das Niveau endgültig. Echt? Ich buddel gerade auf dem Mars rum. Ich befreie sie wieder. Ja. So, wo haben wir... Ach, wir haben sogar 9 Dash. Oh, und dann einfach mit Cola, hast du gesagt, ja? Im QED. Im QED?
Bring mal bitte ein Boot mit, wenn du zurückkommst. Nein, ich bring kein Boot für dein Vieh mit. Bring Holz mit. Wir brauchen eh Nein. ein Crafting Table. Wieso? Oder Such doch einen nicht? Baum. Ha! So, wir brauchen also jetzt 9 mal Kohle. Ach ja. Unglaublich. Wo bist du da jetzt überhaupt gelandet? Ja, ungefähr 15 Blöcke vom Raumhafen entfernt. Wenigstens in der Base, oder? Nein, mitten im Ui. Baum. Ah. Ja, aber wir werden uns dann auf jeden Fall auch die Transporter angucken. Bist du Aber. denn ein Baumgärtner? Okay, also irgendwie müssen wir uns mal dringend über das Thema Niveau unterhalten. Das war doch die Handcreme, ne? Oh Mann. Ah. So, also ihr seht, wir machen uns jetzt hier unsere Dash. Funktioniert sogar ganz gut. So, dann brauchen wir noch hier einen Oxygen Concentrator. Das ist ein bisschen Craftarbeit. Das müssten wir sogar alles noch da haben, außer wenn Black wieder alles verbraten hat und nichts nachproduziert hat. Was ich Und? jetzt auch nicht unbedingt ausschließen würde, Das stimmt schon nicht. sind jetzt die in dem Tisch alle Platten, die wir haben? Ich hatte noch einen am Auto, aber. Das ist ein Platten, keine Platte. ja. So, Tin Oder habe ich noch Kanister. welche einstecken? Das schließe ich nicht aus. Ach, hier war doch noch ein Tin Kanister. Na egal, brauchen eh noch einen zweiten. Nope, ich habe keine mehr. So, dann haben wir 2 Tin Kanister. So, Tin Da müsste sogar noch Kanister. einer am Crafting Table sein. Ja, habe ich festgestellt, nachdem ich alles rausgenommen habe, um ihn zu craften. Hey, ich habe Oxygen Vent bekommen. So. Dann brauchen wir einen Alloy. So. Was ich jetzt mal gucken möchte, ist, ob ich jetzt endlich diesen bescheuerten Erfolg gekriegt habe. Mal Was mein gucken. Beruf? Deswegen war ich auch so verwirrt. Mein Buch ist weg. Das finde ich jetzt weniger lustig. Oder gab es schon wieder mal ein Update? Warte mal, ich guck mal bei mir nach. Guck mal bei mir im Haupthaus. Hast du irgendwo eine Diamantkiste gegenüber vom ME-System? Na, ME-System, davon träume ich. Vom System müsste eine Diamantkiste sein. Ja. Guck da mal rein, ob da meins drinne liegt. Nein. Ich hab's nämlich auch nicht mit. Okay, also gibt's wieder mal Updates. Ich hab noch dein, das. Ja, Hardcore-Questing aber das Glück. normale halt nicht. Ja, das ist immer dann die wunderschöne Überraschung. Wir waren jetzt ein paar Tage nicht aufnahmebereit und prompt sind die Bücher weg. Auch nicht schlecht. So. Aber ist ja alles kein Problem. Weil ich nämlich gucken wollte, ob wir jetzt endlich diese blöde Rakete angerechnet bekommen haben. Wo war denn die? Jota? Ich habe es immer noch nicht angerechnet bekommen. Das gibt's doch nicht. Ich krieg die Tier 2 Rocket einfach nicht angerechnet. Was steht denn oben drüber? Na hier, Retrieval. Oh, Retrieval ist ausgesprochen, hat keine Ahnung. Ne, ich meine eigentlich in der Übersicht. Nee, Siehst du das vielleicht. hab ich. Das ist Tier 1 drüber. Und fehlt dir da irgendein Bestandteil? Nein. Ach so, oder ist das ein Und? One. End-task logic. Nö. Ich muss einen Wolf Skeleton Boss killen, das haben wir ja gemacht. Ich brauche das Schematik, was ich habe. Der sagt mir nur, meine Tier 2 ist nicht komplett, also nicht fertig. Obwohl ich damit gerade eben durch die Gegend geflogen bin. Vielleicht, weil die nicht komplett Tier 2 war. Könnte das daran liegen? Das gibt ja bloß ein Rezept für Tier 2, da gibt es ja kein Rezept für. Na, aber du kannst ja die, zum Beispiel die Booster war Tier 1. Ja, wie gesagt, es gibt nur einen. Weiß man's? Ja. Hier wird's langsam Nacht. Es wird Nacht. Das ist doof. Ja. So, wir brauchen 3 mal Ich hab Dash. Angst. Tja.
Dann verzieh dich Vor allem, wie hinter. groß soll ich denn die Fläche überhaupt machen? Na, so groß, dass der Terraformer drauf passt. Ich weiß ja nicht, wie groß der ist. Ja, ich auch nicht. Wir sind gut vorbereitet. Aber auf jeden Fall, da sieht man doch unsere Professionalität. Und denk an die Fluid-Dinger. Welche Fluid-Dinger? Wo ist mein Haustier? Da! Na Da weg ist er. hoffentlich. Wieso wächst Scale? Was zur Hölle ist das? Ja, keine Ahnung. Ich beeil mich jetzt bloß schon mal ganz, ganz schnell, weil nämlich die Zeit eigentlich schon wieder rum ist. Wow, da habe ich ja viel Spannendes erlebt. Ich habe mein kleines Würmchen gefunden. Hast du jahrelang danach gesucht, wa? Ja, suche da Eier noch dazu. Oh Mann. Wir werden ja wieder FSK 18 dran schreiben müssen. Ach Quatsch. So, und jetzt, wenn wir die jetzt mal hinstellen, den Terraformer. Ups. Na, komm schon. Ups. Wenn eine bestimmte YouTuberin Brauchen wir ihre nämlich. Pro ja. Ja, wir bleiben jetzt bei Niveau, bitte, ja? Okay. Also, wir brauchen nämlich hier oben einen Water Tank. Dann brauchen wir Bone Meal, Grease und Grass. Und Grass wird wahrscheinlich das Lustigste werden. Müssen wir schon Aber. im System haben, oder? Naja, wir brauchen die Seeds. Also. So, und da sieht's nämlich nicht wirklich gut aus. Bei den Seeds sieht's nicht so gut aus, okay. Schade. Sieht. Na, wie kriegt man die? Indem man Getreide vermehrt halt. Wir haben doch aber welche gehabt. Wo zum Geier sind die denn schon wieder abgeblieben? Hast du die vielleicht für Botania verwendet? Nee, nee. Hab's. Also ich habe sie nicht. Cactus Seeds. Sugarcane. Seeds, das ist gut. Pass mal auf, jetzt ist der Terraformer plus ein kleiner Block. Nee, nee, also der ist schon ein Stückchen größer. Ich frage mich bloß gerade eben, wo Scanner unsere ganzen Seeds verbraten hat. Genau, erstmal den beschuldigen, der gar nicht da ist. Naja, Fakt ist, wir hatten ganz viele und jetzt haben wir noch vier. Naja, nehmen wir die erstmal mit. Bone Meal haben wir mit, dann brauchen wir noch ein paar Bäume. Gleich hinten bei der Cotton Farm. Möglich. Saplings. Saplings. Da nehmen wir noch ein Stack mit. Dann nehmen wir noch mit. Water. Da brauchen wir. Mist, was war denn für den. Na, wie ist denn? Scheibenhonig, ich weiß denn diese Ja. Flüssigkeitsänder-Sache. Hank. Ein Cauldron, zwei Obsi, einmal Wool und. Hey, ich hab Eis. Ja, ich weiß, gibt's massenhaft. Auf dem Mars. So, einmal Siehst du, Wool. kaum sind wir 5 Minuten auf dem Mars, haben wir Eis, aber wir brauchen da Jahre dafür. Ist irgendwas explodiert oder runtergekommen? Ich weiß es nicht. Na, die Dings landen dort, die Meteoroiden. Da hinten. So, aber bevor wir jetzt zu weit überziehen, sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und wir bauen jetzt den Terraformer einfach mal auf dem Mars auf, ohne irgendwie groß schon fortzuführen. Und sobald wir dann die ersten grünen Flächen auf dem roten Planeten haben, melden wir uns zurück. Falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann bitte ab in die Kommentare. Wenn ihr sagt, Gottes Willen, findet euer Niveau wieder, könnt es auch reinschreiben, versprechen tue ich aber nichts. Deswegen, bis dahin, ciao, ciao! Ciao.